Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Let's Play Starbound. Das kleine Häschen hier will auch schon auf dem Planeten mit runter und wir fackeln auch gar nicht lang, denn ich bin neugierig, was uns erwartet. Was? Azabos? Was? Erkunde den Planeten. Wir sind im Augenblick im Orbit einer unbekannten Welt. Das Schiff ist schwer beschädigt und wir können den Orbit nicht verlassen. Ich schlage vor, du verwendest den Teleporter und suchst auf dem Planeten nach Vorräten. Und vielleicht eine Möglichkeit, das Schiff zu reparieren. Das ist die Mission, die wir letzte Folge kurz vor Schluss noch angenommen haben. Hier der Planet... Hab den Namen so schnell gar nicht lesen können. Den wir jetzt erkunden können. Jeder Planet ist übrigens zufallsgeneriert, also jedes Mal, wenn man ein Spiel startet, ist es ein anderer Startplanet. Er sieht niemals gleich aus und hat nicht zwangsläufig immer dieselben Ressourcen. Wir fällen hier einmal den Baum, vielleicht können wir den verfeuern für das Schiff. Du hast etwas Holz gefunden. Meine Datenbank sagt, dass es ein Material mit vielen großartigen Eigenschaften ist. Ich schlage vor, du haust nach ein paar Bäume um und schaust dann einmal in das Handwerksmenü, während du angegriffen wirst. Was zum Teufel? Du böses Vieh. Ich war hier gerade am Vorlesen. Sind wir da? Ein gelbes Blütenblatt. Reis. Gelernt, wie man Perlabesen-Risotto herstellt. Okay. Gut, die ganzen Nahrungsmittel werden wir nicht brauchen, da ich habe es ja letzte Folge schon gesagt, in dem kleinen, einfachen Modus gespielt habe und bisher auch so weiterspielen wollte, wenn ihr nichts dagegen habt. Erstmal runterkommen. Das war jetzt ein holpriger Start. Wir wurden direkt angegriffen. Ja, ich wollte Holz sammeln, beziehungsweise habe gerade Holz gesammelt, in der Hoffnung, dass wir es vielleicht auf dem Schiff verfeuern können. Ich weiß ja nicht, wie sich unser Antrieb speist, was wir brauchen, damit das wieder funktioniert. Klassischerweise, obwohl wir eine sehr weiterentwickelte Zivilisation anscheinend sind, wo jeder, der Raumfahrt mächtig ist, brauchen wir vielleicht Holz. Man kann nie wissen. Wobei, ich lasse den mal stehen. Ich will hier nicht alles abholzen, es soll nicht kompletter Kahlschlag werden. Was ist das? Ah ja, so eine Art Schatztruhe enthält meistens Pixel. Doch ja, Pixel ist hier die Währung. Seid ihr lieb? Ihr seid anscheinend lieb, okay. Hier hat mal jemand gewohnt oder wohnt immer noch. Wobei das nicht gerade bewohnt aussieht. Und da sind wieder welche, die Aua machen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lasst mich in Ruhe, ich will hier die Planeten erkunden und wollte euch nichts Böses. Aua. Ich muss mich mal echt um Heilung kümmern. Wie geht das? Weiß, bringt uns das was? Nee. Lebendige Wurzel, Handwerksmaterial, aber auch nichts, womit man sich heilen könnte. Was haben wir denn so? Inventar, Handwerk. Lagerfeuer können wir machen. Bauholz können wir machen. Ja, man kann hier so ein bisschen wie... ja, so Minecraft-mäßig... sich dann eine Basis hochziehen. Allerdings hier natürlich in 2D-Grafik. Gibt es hier Heilsalbe? Pflanzenfaser brauchen wir dafür. Wir können uns also was zum Heilen produzieren. Okay. Hey, das sieht ja... Die sehen aus wie die kleinen Häschen bei mir auf dem Schiff. Wie süß! Und da ist schon wieder so ein Vieh. Oh, es sind so viele. Ich war lieb. Ich bin lieb. Warum? Und wehe, ihr tut den Hasen was. Okay, sie sind anscheinend nur böse mit mir. Uah. Uah. Ich kann nur gerade ausschlagen. Also ist keine gute Idee, auf erhöhter Position zu stehen. Auch wenn das meine bevorzugte Strategie ist. Ist das... Das war Kohle, ne? Du hast Kohle entdeckt. Du kannst mit Kohle Fackeln herstellen. Die Chance von tödlichen Vorfällen steigt nachts dramatisch an. Schau in das Handwerksmenü. Und das tun wir, beziehungsweise haben wir schon getan. Die
Fackel. Wo setzt die sich zusammen? Ah, Kohle und Baumstamm. Mehr als eine können wir nicht herstellen. Das ist traurig. Haben wir die Fackel irgendwo schon ausgewählt? 14 Fackeln? Dahin. Meine Scans zeigen mir, dass es eine Art arkane Energiequelle auf diesem Planeten gibt. Meine Rechnungen ergeben, dass es eine 32% Chance gibt, dass es... Was? Nein! Ugh. Eine 32%ige Chance um was? Auf jeden Fall sollen wir die Energiequelle finden. Ich vermute mal, sie ist für die Schiffssysteme. Okay, das hier sieht nach Pflanzenfasern aus. Du hast einige Pflanzenfasern entdeckt. Diese können bei einem Webstuhl in nützliche Stoffe gewebt werden. Ich will jetzt eigentlich eher Heilstoffe. Das wieder unten sieht nicht nett aus. Wir hatten doch hier irgendwo Erde. War hier nicht irgendwo Erde? Nur 4 Blöcke haben wir mitgenommen? Hier, trockene Erde, dann nehmen wir die. Einmal trockene Erde. Und die normale Erde. Machen wir das so. Ups, ich habe die Fackel ausgemacht, versehentlich, als ich das Menü geschlossen habe. Wie kann man denn... ach ja, so baut man, okay. So baut man verschwenderisch, aber egal. Komm schon. Kommen wir da ran? Ja, wir kommen ran. Sehr gut. Wir brauchen ganz viele Pflanzenfasern. Ich kenne mich. Ich weiß, dass ich die Kämpfe nicht überstehen werde ohne das Zeug. Oh, da unten habe ich schon was getriggert. Nö, da unten ist keiner. Ich lasse mich mal fallen. Okay, Fallschaden gibt's nicht. Das war jetzt nicht besonders klug. Ach. Fluch und Verderben. So. So kommen wir nicht ran. Nein, nicht runterrutschen. Jetzt kommen wir ran. Alles zu mir, nicht zu dem Wesen da unten. Beim Abbauen bin ich immer merklich still. Ich weiß, Entschuldigung. Oh, was haben wir da? Was ist das? Eine Signalfackel. Interessant. Ich hatte schon überlegt, ihr könnt mir das ja mal in den Kommentaren schreiben oder irgendwie anderweitig mich kontaktieren. Liegt ganz bei euch. Wie ihr das haben möchtet. Weil dieses Abbauen, da kann man nicht immer so viel erzählen. Da gibt es auch eigentlich nichts zu erzählen. Ich baue halt ab, ne? Also, ich baue in dem Spiel ab. Nicht so geistig, meine ich. Vielleicht auch geistig. Egal. Ja. Also ich baue ja hier ab und erzähle vielleicht in dem Moment gerade nicht so viel, weil ich aufs Abbauen konzentriert bin. Ich habe überlegt, solche Sammelmissionen vielleicht zusammenzuschneiden. Du Bösewicht, ich habe doch gesehen, dass du direkt auf mich losgehen wolltest. Wieso? Ich stehe im Erdloch. Huh, Heilige. Ja, also ich habe halt überlegt, Sammelmissionen vielleicht zusammenzucutten und nur so reinzuschnibbeln, wenn gerade was Interessantes passiert ist, wo man sich drüber lustig machen kann und so. falls ich wieder in einen lustigen, verzweifelten Kampf gerate. Oh, 34 Stück, sehr gut. Ja, dass ich euch das im Grunde zeige und wenn ich halt den gesuchten Gegenstand gefunden habe, aber nicht dieses Reise dorthin, sammle den Gegenstand und reise wieder zurück. Ich glaube, das ist zu öde, oder? Ich bin mir da nicht so sicher.
sagt mir da mal Bescheid, wie ihr das haben möchtet. Ich lasse jetzt hier die ersten paar Stunden, Anführungszeichen, Minuten des Spiels einfach mal so ungeschnitten. Aber ja, sagt mir mal einfach Bescheid, wie ihr das haben möchtet. Dann kann ich das entsprechend vorbereiten. Beziehungsweise dann entsprechend ummodeln. Wenn das nicht so Anklang findet. Ist ja auch vielleicht ein bisschen langweilig, das immer so zu zeigen. Hier, ich habe Bau ab. Und ja, Sammelzeug. Dasselbe würde ich dann im Grunde auch mit dem Baumodus machen. Also wenn ich irgendwas baue, was imposant ist jetzt, was schön werden soll, das tue ich keinem an. Es tut mir leid, da bin ich sehr langwierig bei solchen Bauprojekten. Das will keiner sehen. Ich will euch ja zeigen, wie das Spiel im Grunde funktioniert. Für die, die es nicht selber spielen wollen, vielleicht auch ein bisschen Story zeigen. Oder generell halt einfach ein Let's Play draus machen. Aber es muss jetzt keine Wissenschaft werden. Ich will einfach nur das Spiel genießen. Und euch dran teilhaben lassen. Oder euch was zum Lachen geben, wenn ich mich mal wieder blöd anstelle. Was auch immer. Auf jeden Fall den Tag versüßen. Man hat doch sonst nichts, ne? Da sind noch ein paar Pflanzen. Wir können die sonst spaßeshalber mal nehmen, aus ästhetischen Gründen. Aber da ich ja hier den Anfängermodus drin habe. Den ich laufe nur rum und werde von kleinen hüpfenden Dingern umgebracht. Modus. Aber nicht den, ich werde von Hunger und Durst umgebracht. Der ist mir zu hardcore. Ich bin verweichlicht. Ich bin ein Stadtkind. Boah, ich bin schon wieder auf erhöhter Position. Das ist nicht gut. Mit dem Kämpfen muss ich noch ein bisschen üben. Vor allem, wenn hier welche im Doppelpack kommen. Okay, also nicht mit dem ersten Schlag. Mit dem zweiten driften sie dann ab. Sehr gut. Gib mir deine Pflanzenfasern. Ich will gar nicht wissen, wo die herkommen. Und wir bauen noch mehr Kohle ab. Um jemand Berühmten zu zitieren. Also, ich finde, er ist berühmt bei so vielen Abonnenten. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mein bester Freund. Schön. Jetzt hatten wir Nachtmodus, jetzt kommt wieder Tag. Oder? Bist du lieb? Nee, oder? Greifen die nur nachts an? Scheint lieb zu sein. Okay. Ich hau nichts, was lieb ist. Ist der süß? Kleine Schlappöhrchen. Süß ist anscheinend nicht unbedingt ausschlaggebend auf den Friedlichkeitslevel. Oder für den Friedlichkeitslevel. Wieso will ich mich hier alles umbringen, bis auf die Ente da oben? Oder Gans oder was auch immer. Kann es nicht mal einen Planeten geben, der einfach nur nett ist? Nett um der Nettigkeit willen, einfach nur lieb und nett und hallo Fremder, was machst du auf unserem Planeten? Du bringst uns nicht um, oh wie nett, dann tun wir dir auch nichts, sowas in der Art. Ich finde so Spiele immer anstrengend, wo ein alles und jeder umbringen will, abgesehen von Hunger und Durst, das habe ich ja ausgemacht. Aber wenn das jetzt auch noch wäre, ich würde die Krise kriegen. Ich finde Spiele einfach so schön, ich meine, guckt euch das an, Hilfe! Was war denn das? Sah aus wie eine schlechte Version von Bisasam. Was ist das hier? Warum? Warum greift mich alles und jeder an? Und die haben Schusswaffen. Ach. Was? Die können springen? Geh aus dem Weg. Ich werde angegriffen. Warum werde ich hier von allen angegriffen? Lasst mich in Ruhe. Nein, nein.
Ich muss hier weg. Dieser Planet ist nicht nett. Dieser Planet ist anstrengend. Was ist das nur? Was haben die gegen mich? Was habe ich ihnen getan? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ich grab mir einfach ein Erdloch, wenn die mich angreifen. Aber ich glaube, das ist nicht spannend für euch, oder? Oh! Du hast etwas Erz entdeckt. Erze können in Waren geschmolzen werden, indem du einen Schmelzofen verwendest. Waren sind zur Herstellung einer Vielzahl an Ausrüstung nützlich, wie deine Überlebenschancen eventuell erhöhen werden könnten. Vielleicht. Schauen wir mal. Ich muss ja... Muss ich in die Richtung? Ich meine, der Pfeil zeigt in die Richtung, oder? Ah, komm schon. Über die Ecke. Vielleicht muss ich mich einfach eingraben. Na gut, mit dem da werde ich noch fertig, denke ich. Und jetzt macht er mich K.O. Oder auch nicht. Wo sind denn die schießwütigen Kollegen? Da sind die schießwütigen Kollegen. Reicht das? Boah, das sieht irgendwie nicht so aus, als wenn es reicht. Können wir so kämpfen? Durch die Wand? Nee, natürlich nicht. Oh Gott, wir werden sterben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sterben werden. Geht das? Komm schon. Na, jetzt seid ihr nicht mehr so mutig, hä? Könnt ihr ja nicht durchschießen? Das ist doch genau auf Augenhöhe. Was? What a hassle? Where are you? Ich bin hier. Ach, komm schon. Kommt schon! Aua! Wie gemein! Ich meine, schon... Aua! Mann! Da kommen die Nächsten an. Dieser Planet macht mich wahnsinnig. So einen schwierigen Start hatte ich noch nie. Hier spawnt ständig irgendwas. Ich will doch einfach nur den Planeten erkunden. Lasst mich. Und warum kommt ihr nicht einfach näher? Ha? Kommt schon. Beenden wir das Ganze. Wie echte Männer. Kommt doch einfach her. Oh, Mann, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben, wenn die nicht hier rankommen. Ich mache kaum Schaden bei denen. Und die knallen mich hier ab. Wer sind die überhaupt? Was habe ich ihnen getan? Was heißt Hasse? Ich bin schlecht in Englisch. Red Deutsch. Ich kann euch das nicht länger antun, oder? Holen wir uns erstmal ein bisschen Erde zurück. Also wenn er schon so ankommt, erhöhen wir unsere Chancen mal. Kommt schon. Ich bin hier. Ihr seht mich nicht. Ich hab einen fetten Erdklumpen vor der Nase. Stellt 50 Gesundheit in 10 Sekunden her. Wenn ich das schlucke, bevor ich in den Kampf gehe, wirkt das dann auch? Probieren es mal. So. Aha. Oh, der hat auch noch eine fette... Der hat ein fettes Schwert. So, einer ist down. Komm schon, komm schon. Wir haben es geschafft. Epischer Kampf. Ich habe mich
1 gegen 2 gegen sie gestellt, ohne fiese Tricks und allem. Ich hab's geschafft. Und haben die was gedroppt? Haben die irgendwas gedroppt? Irgendeine Waffe? Schusswaffe vielleicht? Nee. Ist ja doof. Ich dachte, ich krieg jetzt eine Schusswaffe. Mann! Da habe ich super heldenhaft gegen die gekämpft. Und dann springt noch nicht mal Loot dafür raus. Ich will nicht wissen, was der Teddybär da unten macht. Da ist ja noch so einer. Ah. Jetzt bin ich aber todesmutig hier. Komisch, wenn ich direkt vor seiner Nase ducke, trifft er mich irgendwie nicht. Und wieso kommt dabei nichts raus? Mann, oh. Gegen dieses Gesangsvieh habe ich aber auch noch nichts gefunden. Das sieht eigentlich voll nett aus. Alles, was hier nett aussieht, will mich umbringen. Warum? Ich will nicht mehr. Ich beende das Let's Play. Mano. Ich weiß doch, dass das Vieh da hinten auch wieder irgendwas ist, was mich umbringen will. Natürlich, es hat einen Hitbar. Das wird doch nichts. Ich werde hier sterben. Fremder Planet, kaputtes Schiff. Anscheinend kannst du nicht springen. Zu früh gefreut, es kann springen. Es kann sowas von springen. Heilige, Heilige. Hilfe, komm schon. Oh. Ich werde noch viel mehr Heilzeug brauchen. Komm hier nach oben, auf einer Ebene. Wir kämpfen Auge in Auge gegeneinander. Und lass deine fetten Greifohren weg. Oh, was ist das? Geschärfte Klaue. Oh, das ist ja noch so ein Vieh. Lass mich raten, das hopst hier raus. Oder auch nicht. Lohnt sich das, eine Fackel hinzusetzen? Ich habe nicht vor, da runter zu gehen. Kommen wir da überhaupt drüber? Ich riskiere es lieber nicht. Das Ding ist auf Angriffsmodus. So. Oh, was ist das? Das will mich nicht umbringen. Ist auch klein und süß. Wobei, nee, warte, ich habe ja vorhin die Prämisse gesetzt, dass alles Süße mich umbringen will. Dass ich manchmal hier so ein Cooldown quasi habe. Ich kann die Waffe nicht direkt wieder einsetzen. Dieser Stachelbeerbaum hier ist interessant. Oh, ist das hier? Warte mal, ich nehme mal den hier Stachelbaum mit. Kisten mit Loot. Mit Geld. Loot. Hä? Hatte ich die Kiste nicht gerade? Okay, jetzt sind anscheinend alle leer. Ich glaube, wir warten hier bis Tag ist, oder? Ich muss auch generell... Ah, wir müssen auch generell Schluss machen. Ich sehe gerade, wir sind ja... Oh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Okay. Restliches Erkunden und panisch wegrennen vor Feinden machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.